Nusret Yılmaz gilt als eines der Drahtzieher des verheerenden Terroranschlags vom 10. Oktober 2015 auf dem Busbahnhof von Ankara. Der Mann wurde bei seiner Einreise nach Georgien festgenommen und an die Türkei ausgeliefert. Jetzt kam raus, dass der Mann wieder freigelassen werden sollte, das schreibt die Zeitung Evrensel. Yılmaz soll nach nur 2 Tagen freigelassen worden sein. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt.